Also mein Plan ist einfach. Abstechen und abhauen. Garnier. Und das ist der Doktor oder was? Ich glaube, die gefallen sie. Wenn ich den heutigen Doktor weiter breit umbringe. Und der Doktor treibt sein Unwesen da hinten irgendwo. Haben wir gleich. Hallo Onkel Doc. Da kommt der Doktor Fröhlich. Gesprungen. Komm ich doch. Sie hat Hopsi. Gehen wir auf die Leute um. Kann er gehen. Und das ist ein Krankenhaus, oder wie? Toll. Ihr wagt es vor meinen Augen. Was ist denn da los? Okay. Diese Gemeinheiten. Jetzt riecht rein in die Hausmauer. Schluss damit. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Ich weiß schon. Meine Brüder sollen erfahren, so, dass ihr ein Freund von mir seid. Was ist passiert ist? Schau weg. Ich hab mich gar. Hat das Knack gebrochen. Ich glaube, ich drücke den Vergehrten. Geh weg, dann ist der Schlummer. Und der Becken in den Stutt. So, wir wollten ja zum Onkel Doc eigentlich. Wie hast du es eben bezeichnet? Und der ist da drin? Habt ihr das gesehen? Das ist jetzt schon mal nix. Da probieren wir's. Wenn wir ihn besser. Und er wollte hoch hinaus. Bevor er auf die Schnauze fiel. Wir kommen es noch mit. Von da drum schon. Ihr seid ja nicht erwünscht. Ja gut, bis hier hilft das. Schwert euch fort. Schwert euch fort, sag mal, wie viel tun doch. Macht doch keine Besuch, oder was? Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Tag, deine Münzen. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Ich strecke dich wieder. Hör, Schmigo. So, haben sie deinen Freund mitgekriegt? Ja, jammert doch. Also, darin jammert ja jeder, gell? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. So, wer der Rotbohr? Schleicht dir. Du schon aus, Kreswe. Halt! Ihr dürft nicht passieren! Kommst du? Komm nicht, oder?
Gut, Dick. Und arrivederci. Und wo ist mein Ziel? Geht ihr dort rund? Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Du so mit zwei Gegner vor mir. Das geht im ersten Teil noch nicht, oder? Du bist ein toter Mann! Geh nicht, aber du. Tot als tot. Er mit muss. Geh voll drum, ha? Guck an uns schon. Und du rennst jetzt um, geh? Wie variiert noch? Mein Ziel! Wer ist mein Ziel? Wollen wir nicht. Wir gehen mit euch. Wir klettern. Voll gut, oder? Wenn der Nova kommt. Ganz normal schön. Du bist Britta, bin du. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! So, wir gehen dort zu. Komische Hautmethoden. Ist der Doktor oder Metzger? Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen. Hätte ihr gesagt, weiteres. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr? Ihr kriegt das Erwaschen, geht und schlochtern. Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. So, brecht ihm die Beine. An die gemein, Jü. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Hör, Bum, kannst du mal gehen, wenn du zum Doktor gehst. So, der Beinebrecher haust du drin. Wie gehen wir da rein? Muss ich durch die Tür? Oder gibt es einen Schleichweg? Es heißt, ihr könntet wieder gehen. Erstaunlich. Schon so lange. Das vergessen. Wunderbar. Verstehe nicht. Warum habt ihr mir geholfen? Weil es sonst niemand getan hätte. Das soll mir persönlich sein. Der Krankenhaus oder ihr noch schuld? Was ist das? Ich hab eine Uhr, oder wie? Du gerät zusammen. Der Fix. Diese Patienten, ja? Ist der soeben in die Hintergrund? So ein Teufel. Wo ist der Typ?
Bumm. Liegt die Bär schon voll hin. Der Metzger, da ist er. Aber wenn ich da loslieg, da wird's gerätlich. Er bewegt ja, gut, sich. Heftig, oder? Ja. Wie habt ihr... Morgen gut. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Aber wir haben jetzt das Leid vorbei. Wieso mir, ja? Er rennt mich so zusammen. Bumm, da ist jetzt gerade drin. Wir teilen aus. Er mitten muss. So, wir wollen noch. Noch Biri. Jawohl. So, hier ist gut. Nur zwei. Passt das? Passt, oder? Und jetzt schieben die Panik, oder wie? Die Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! So, Schnitteltür! Verschlungen! Also, wie klappt das? So, jetzt muss ich. Eigentlich zurück zum Büro. Also, wo mich geht's? Aber ich glaube, die gehen mir ja. Freiwillig los mit der Vorne gehen. Dann nur so. Und er spürte meine Klinge. Wie viel sind die noch? Nur her damit. Gibt doch die Gegner. Nur Opfer. Wieso, wie bin ich ausgegangen?
Gib mir die Waffe. Jawohl, geht schon. Ja, geht nicht. Scheiße. Also, da ist der DJ, mein Gott. Künstlerpech. Voll mit dem Foot. Ich renne jetzt. Wollt ihr mich sehen? Gut, mit der Waffen. Hol du. Ich hab mal das Herz gebrochen. Dramatik pur. Geht doch nicht gut. Denkt euch, ich gebe so schnell auf! Kommt doch! Genug Dramatik, passt, oder? Geht mal! So, ich lieber mal den Bericht ab, dann bin ich gut. Der Rucker, da kommst du auf die Pelle, die Wurm. Hast du nichts gesehen? Du hast es ja nicht gesehen, weil du tot warst. Bin hier doch. Er markiert den Spider-Man. Hol da. Ein Mods Chaos doch. So, ein Sturzflug. Hol wieder. Was gibt es, alter ihr? Blutige Grüße. Der Metzger ist tot. Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, alter ihr. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, Herr Mächter. Zurückkehren zu El Mualim. Wow, der Weingarten. Wir haben auch mal.